Sie sind drin. Los, raus da, Faith. Wow, Magersucht hat Vorteile. Okay, du warst nicht richtig. Finde ich nicht so toll. Aber da ist ein Knopf. Gehst du dann auf? Ja, das ist doch Mitarbeit hier. Das bringt das Land weiter, wenn Türen aufgehen. Ist ja sowieso schon eine Seltenheit. Ja. Sieht, glaube ich, offensichtlich aus. Sieht offensichtlich aus. An welcher psychischen Krankheit leide ich nochmal, um so etwas zu sagen? Egal. Hoch da. Boah. Jetzt wird gebadet, denn ich stinke. Das muss wehgetan haben, aber mir ist es egal. Und... Du bist falsch. Du bist richtig. Och nö! Stell mal vor, solche Türen hast du in der Bücherei. Wohin will ich? Ich glaube, ich will hier hin. Ich bin willig, hier hinzugehen. Um mich hier festzuhalten. Das war irgendwie gerade perspektivisch komisch, aber egal. Du schaffst das. Glaub an dich. Ja, okay. Mir gefallen diese Wassermassen, die sich dort runterfallen lassen. Aus eigenem Antrieb heraus. Natürlich tun sie das. Ja. Och nö! Menno! Mir tut wirklich die Raumpflegerin hier leid, wobei dann wiederum... Ich meine, wenn sie mich dauernd vom Boden abkratzen muss, wie jetzt schon wieder... ich gebe der Sache noch einen Versuch, wenn es da nicht klappt, dann sehen wir uns später wieder. Im 18. Jahrhundert. Warum? Ich weiß es nicht. Wir springen an die Leiter. Die Leiter leitet uns nach oben, deshalb heißt sie Leiter. Und wir drücken am Ventil. Das kommt vom lateinischen Wort Ventil und das heißt, das verdammte Teil dreht sich und dann hört das Wasser auf. Rüber hier. Wow. Das hätte cool ausgesehen, wenn ich auf diesem Balken gelandet wäre. Obwohl, nee, das wäre scheiße. Hoch hier. Och nee! Okay. Was? Oh! Ja, ich stehe auf einer stabilen Position. Wo auch immer die sein mag. Komm, das kriegst du hin. Sie hat es hingekriegt, Leute. Feiert! Frohlocket! Was? Wow. Was war das? Also wirklich, du müsstest... Ah, okay, hier ist ein Leiter. Du hättest einen Leiter dahin bauen sollen. Tür. Moment, das ist keine Tür. Türen sehen leicht anders aus. Seht ihr diesen Kran dort? Das ist der falsche. Ihr seht ihn gleich sowieso. Und was passiert nun? Wir wissen es nicht. Oh yeah! Wow, was auch immer das war. Es war eine verdammt glückliche Tatsache. Oh Gott. Jede Menge Cops, derer wir uns annehmen müssen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen zu laut sein könnte. Es kann natürlich auch sein, dass ich... Ich bin ein Idiot. Okay, ich verstehe schon. Ich habe ohne die Einstellung zu speichern. Ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen zu laut sein, aber... Also ich könnte... Ihr wisst schon. Bewegung, Bewegung! Nix hier Bewegung. Och. Ja, so sieht's aus, wenn man... Ich wollte euch in diesem Video generell alle Arten des Todes zeigen. Weil das extrem wichtig ist. Sei leiser! Ich bin fort hier. Okay. Ja, ich weiß. Los, los, los. Mach keine Werbung für Lotto, verdammt. Die Gewinnchancen sind extrem gering. Dann macht's BÄM und dann hast du keine Zähne mehr im Mund. Hast nicht im Lotto gewonnen und kannst dir kein Gebiss leisten. Das ist schlecht, wie du dir vielleicht vorstellen kannst.
Und weißt du was? Stirb doch einfach. Ja, ihr habt's richtig gesehen. Ich habe jemanden erschossen. Das war total böse und so. Ich habe ein Versprechen gebrochen. Nennt mich Satan. Naja, das wäre cool. Wo müssen wir hin? Da sind blaue Lichter. Ich mag blau, deshalb laufe ich dorthin. Um zu merken, dass ich falsch laufe. Denn wir müssen nicht dorthin, wo ich euch eben gezeigt habe, sondern irgendwo anders hin. Genauere Informationen folgen, wenn der Pressesprecher der Ich habe keine Ahnung AG sich zu Worte meldet. Hier rüber? Ach nö, jetzt tu mir das doch nicht an. Du schaffst das. Nee, schaffst du nicht, aus irgendeinem Grund. Oh. Ich melde mich gleich zurück. Ich hab's. Es war total einfach. Bitte hier hoch. Ach, ja, okay. Wir müssen einfach... Jetzt bleib da oben. Wir müssen einfach über diesen Zaun dort. Mach schon, Faith. Jackknife wird wohl kaum auf dich warten. Ja, ich beeil mich überhaupt nicht. Ich laufe aus Jux und Dollerei die ganze Zeit hier rum. Aufzug funktioniere. Jackknife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Böser Jackknife. Securing your world. Pinadello. Aufzug. Wie lange brauchst du noch? Ich könnte schneller die Wand hochlaufen, als du die Wand hochfahren kannst. Naja, ich nicht, aber irgendjemand kann es bestimmt. Hi. Oh, also, ich finde es ja nicht so nett, dass du mir da einfach weglaufen willst. Da muss ich dann noch Einspruch erheben und dich verfolgen. Und da fliegen die Friedenstauben gerade weg, denn du handelst dir gerade Ärger mit mir ein. Das solltest du wissen. Ich bin nicht gut, auf Leute anzusprechen, die mir weglaufen. Wow, geschafft. Durch hier. Durch da, hoch da. Helikopter. Was weiß ich denn? Oh, das war gut. Blau. Balken, die in der Luft schweben. Selbst wenn ich auf ihrem vorderen Ende stehe, das nicht mehr auf festem, soliden Boden ist. Ihr wisst schon, was ich meine. Irgendjemand weiß bestimmt. Frag den. Die Leute denken, ich bin besoffen. Damit haben sie natürlich Unrecht. Ach ja, okay. No. Schön, dass da unten auf mich wartest. Der Typ ist fair. Das muss man ihm lassen. Yep. Jump! Danke, danke. Danke. Und hoch da. Und jetzt so langsam solltest du aber wirklich mal... Ja, ich verliere ihn, ist klar. Ich verliere ihn. Er ist doch direkt vor mir, ein paar hundert Kilometer. Ich verliere ihn überhaupt nicht. Oh mein Gott, ein blauer Gang. Ist das die Kinderabteilung? Och nö. Verdammt! Ja, ich habe auch einen Aufzug. Die haben mir extra zwei Aufzüge eingebaut. Für uns. Zuckerfrei. Yay! Mein Leben ergibt wieder Sinn. Wir sind eine Familie. We are family. Du, 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 du. Tut dir nicht weh, dass die Leute nie auf meine Ratschläge hören. Okay, soweit können wir nicht mehr springen. Kannst du auf einem anderen Weg zu ihm kommen? Ja, kann ich. Ich springe einfach meinen Tod und oh, welch Zufall. Dort waren noch tatsächlich zwei, keine schattenwerfenden, ihr wisst schon, Balkenteile. Ihr wollt nicht wissen, wie lange ich beim ersten Mal nach ihnen gesucht habe. Beim ersten Mal habe ich ohne die Runner P
Penis gespielt. Warum? Weil ich dumm bin. Du bist wieder dort, ja. Also immer noch, würde ich sagen, würde ich behaupten. Ich glaube kaum, dass du in deiner aktuellen Verfassung hier rüber gesprungen bist. Hoch hier. Yay. Zu den Koffern. Es gibt hier Koffer, die man einsammeln kann. Ich habe nicht vor, die Koffer einzusammeln, weil ich es hasse, Koffer einzusammeln. Deshalb werde ich keine Koffer einsammeln. Ihr müsst also nicht erwähnen, dass ich keine Koffer einsammle. Das liegt daran, dass ich keine Koffer einsammle. War das verständlich? Ja? Okay, freut mich. Hey. Noch nie probiert, aber sieht cool aus. Und nochmal.